In diesem Video geht es um ein Update zu meinem ADA 45P Weißglas Aquarium, das ich vor einigen Wochen neu eingerichtet habe. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich mit Hilfe einer Spotlight LED und meinem Huminstoffsud eine ganz neue Atmosphäre in dem Aquarium schaffe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das ist also das ADA 45P nach einigen Wochen. Der Bodendecker, das Kuba Perlkraut, hat sich gut entwickelt. Ich habe es bis jetzt noch nicht zurückgeschnitten. Ich benutze ja hier in diesem Becken keinen Säul. Ich dünge mit den Einzelkomponenten Nitrat, Eisen und Kalium. Und das Ganze über eine Spritze in den Bodengrund. Natürlich geht das Ganze auch über die Wassersäule, aber ich habe mich jetzt in diesem Fall mal für diese Variante entschieden. Ja, und das klappt sehr gut. Die Eriocaulon, die hinter dem Kuba Perlkraut gepflanzt wurde, hat schöne Blütenstände entwickelt. Ja, und schafft so, denke ich, einen harmonischen Übergang zum Hintergrund. Als nächste Pflanze habe ich ja die Rotala Bonsai gepflanzt. Ja, und die hat auch schöne, fleischige, dicke, grüne Blätter entwickelt. Ja, und dahinter steht die Rotala Hara, die ich bereits einmal zurückgeschnitten habe. Und ja, sie ist jetzt gerade dabei, ein schönes Rot zu entwickeln. Als Beleuchtung habe ich ja hier die Twinstar montiert und den Versa Max 2. Allerdings in diesem Becken benutze ich keinen Vorfilter am Ansaugstutzen, da dieser mir zu viel Platz wegnehmen würde. Auf dem Holz und hier hinten am Ansaugstutzen hat sich ein leichter Grünalgenfilm entwickelt, aber ja, das ist halt so, das ist der Ist-Zustand. Ich habe nur die Scheiben sauber gemacht. Ich habe jetzt einen kräftigen Schluck von meinem Huminstoffsud dazugegeben und wie ich finde, die ganze Atmosphäre hat sich verändert. Es wirkt etwas wärmer, nicht so steril. Ja, und ich denke, ich kann die Dosis noch etwas erhöhen. In dem Becken sind außer ein paar Schnecken keine Tiere. Ja, und deswegen mache ich jetzt noch ein wenig dazu. So, ich habe jetzt die Lampe getauscht. Ich habe jetzt die Spotlight LED aufgesetzt. Ja, und die macht hier durch die Oberflächenbewegung ein schönes flackerndes Licht. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Auf Dauer wird das keine Lösung sein. Das wird den Pflanzen nicht reichen, also das Licht meine ich. Ja, aber ich finde, das sieht so ganz schick aus. Mein Schwarzwasserscape. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Und zum Schluss gibt es noch ein paar kurze Impressionen. Bis dann!